Wir haben heute Abend viele tolle Künstler und KünstlerInnen gesehen, gehört, waren uns zugeschaltet aus der Ukraine. Ich finde wahrscheinlich eh nicht die richtigen Worte, deshalb gebe ich sofort an Johannes, den Producer, und an Max, den Initiator des Ganzen. Also begrüßt sie bitte mit einem fetten Applaus, denn ohne sie wären wir alle nicht hier heute Abend. Max. Ich möchte stellvertretend für das Orga-Team auch nochmal ein großes Dankeschön sagen. Wir sind heute alle wegen der Solidarität hier und auch wir beide haben wahnsinnig viel Solidarität in den letzten Tagen erfahren. Denn Max rief mich, glaube ich, vor 4 Tagen an und hat gesagt, Johannes, ich habe eine Idee. Und die Solidarität uns gegenüber haben nämlich die tollen Partner heute gezeigt und ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Team, die das alles ehrenamtlich auf die Beine gestellt haben. Den nächsten Part darf ich dankenswerterweise vom Zettel ablesen, denn ich möchte mich bedanken beim Institut für Bildbewegung, bei Channel Music, bei Trinity, beim Howl, die uns den Laden hier zur Verfügung gestellt haben, bei ISS, der interaktiven Streaming-Show, bei Comcast, ja, und bei unserem gesamten Team und natürlich bei Max. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich darf das nicht allein machen. Benny, wo bist du? Benny hat mir... Ja, Benny, komm hoch. Benny hat am Donnerstag... was hast du mir am Donnerstag gesagt? So, Max, hast du Lust, ein Benefizkonzert zu machen? Ja. Und wir haben uns einiges überlegt. Und ich habe mir auch was überlegt und am Freitag habe ich angerufen und habe gesagt, ja, okay, lass uns irgendwie schaffen, dass die Band hier spielt und Leute davor stehen. Und was haben wir hier? Leute. Und wir wussten gar nicht, und wir wussten, am Freitag haben wir auch darüber besprochen, wann wir es machen. Ob wir es an einem Freitag machen oder Samstag, wann es halt angenehmer ist und so. Aber wir haben halt die Nachrichten gesehen und wir haben gedacht, fuck man, bis Mittwoch ist es eine halbe Ewigkeit für diese Band. Und wir haben gesagt, wir müssen es jetzt machen, so schnell wie möglich. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir es geschafft haben, dass wir es durchgezogen haben. Und natürlich auch möchte ich mich recht herzlich bedanken bei all den KünstlerInnen, die sich bereit erklärt haben, mir irgendwie zu vertrauen. Ich bin ja auf den Sack gegangen bei Instagram. Und ich bin froh, dass sie hier waren. Einen großen Applaus für Mimi. Die für Heimatland gesungen hat. Und genauso wie Vika. Und einen großen Applaus für Clan. Und bitte einen großen Applaus für Fat Tony. Und jetzt muss ich auch erwähnen, ihr habt es bestimmt gelesen, Henning Wieland wäre eigentlich hier gewesen. Er ist leider krank geworden, Corona sei Dank. Und Patrice konnte es auch nicht schaffen, Corona sei Dank. Aber deswegen haben wir die bezaubernde Annie, die hat sich bereit erklärt, heute noch um acht nach vier im Bademantel zu Hause und hat einiges am Business zu tun gehabt. Also vielen, vielen Dank. Ja, und dann natürlich einen riesen, riesen Dank an Mohammed und Janus, die uns wirklich ein geniales Schattenspiel gezeigt haben. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Schattenspiel gesehen habe, aber das hat mich sehr beeindruckt. Ich meine, er selber als Flüchtling, 6 Jahre her. Und das ist das erste Mal, dass er sich ausdrücken konnte als Künstler. Also nochmal einen Riesenapplaus an Mohammed. Danke für dein Vertrauen, dass du es hier machst. Dann einen großen Applaus an Milliarden, bitte. Und einen großen Applaus an MPNG. Und einen Riesenapplaus bitte an Daniel.
an Daniel Donkoy. Und natürlich, Leute, wenn ich bitte so cheesy sein darf, warte, ich hol mal mein Handy raus. Warte. Bitte macht noch einmal groß Lärm für die Band aus Kharkiv. Selo Iluni! Selo Iluni! Selo Iluni! Leute, ihr wisst gar nicht, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, ob das so richtig klappt. Und mein Gott, mit den ganzen Verhältnissen, die da herrschen, mein Gott, was ein Akt, was eine geile Message von denen. Und ja, vielen Dank an euch natürlich. Und ich würde euch bitten, wir werden am Ausgang nochmal den Topf hinstellen. Und das geht wirklich alles an Selo Iluni. Haut nochmal alles raus. Und... habe ich jetzt irgendwen vergessen? Ich möchte es nicht. Ja, dich selber. Max Buskohl. Kommt alle gut nach Hause, passt auf euch auf. Wenn ihr Zimmer frei habt, wenn ihr handwerkern könnt, wenn ihr Bock habt, euch zu engagieren, ey, geht raus da, ihr werdet alle überall gebraucht. Seid lieb zueinander, passt auf euch auf. Ciao.